Bereich uns helfen, Erweiterungen zu entwickeln. Kurz zu mir. Maximilian Ruther heiße ich, ist mein Name. Und ja, man kann mich finden im Internet eigentlich unter dem Namen Delta Chaos. Und ich bin einer der Geschäftsführer zusammen mit meinen Kollegen hier von X10. Wir sind ein kleines IT-Systemhaus und machen hauptsächlich Entwicklung im Bereich Symfony 2 von größeren, sage ich mal, Projekten. Und so Content-Portale setzen wir eigentlich schon immer mit Joomla um. Ich selbst jetzt benutze eigentlich Joomla schon seit ungefähr 10 Jahren. Pi mal Daumen, so genau weiß ich es ehrlich gesagt auch nicht mehr hundertprozentig. Und Symfony seit ungefähr 5 Jahren. Und ja, im Endeffekt kam dann irgendwann die Frage auf, wie kann man eventuell aus beidem irgendwo Nutzen ziehen in Projekten. Und um das festzustellen, müsste man sich halt erstmal angucken, wo sind eigentlich die Ziele der Projekte. Und dabei kann man mal gucken, was sagt denn im Prinzip Symfony über sich selbst, was es ist. Und da sieht man im Prinzip diese Aussage auf der Webseite, dass Symfony im Wesentlichen halt ein PHP-Framework ist, beziehungsweise ein Set von PHP-Komponenten, die sich auch einzeln einsetzen lassen. Und wenn man das nun vergleicht mit dem, was Joomla über sich selbst sagt, dann, klar, Joomla ist im Prinzip hauptsächlich ein Content-Management-System. So, nun ist die Frage, was für Vorteile, für Nachteile bieten im Prinzip die Systeme jeweils, oder kann man sie überhaupt vergleichen? Deswegen hatte ich auch initial auf dem ersten Slide dort geschrieben, Äpfel mit Birnen vergleichen. Im Prinzip ist es in der Form nicht direkt vergleichbar. Wir machen es jetzt trotzdem mal kurz. Im Prinzip die Vorteile, die ich persönlich in Joomla sehe, sind im Prinzip, dass der Code im Vergleich zu anderen Content-Management-Systemen vergleichsweise gut ist. Wenn man sich so Sachen wie WordPress, Drupal oder so anschaut, finde ich persönlich, dadurch, dass es halt stärker irgendwie in Klassen orientiert ist, ist der Code eigentlich ganz gut. Und vor allen Dingen, ja, im Prinzip, Joomla deckt so gut wie alle Anforderungen ab, die ich halt für übliche Webseiten benötige. Das Admin-Interface von Joomla ist meiner Meinung nach sehr gut zu bedienen. Das sind so auf jeden Fall diese Vorteile und vor allen Dingen viele Extensions, worunter auch einige eben sind, die recht gut sind. Gibt auch einige, die sind sehr schlecht, aber gut, so ist es halt. Schauen wir uns mal an, was sind denn die Nachteile von Joomla oder die Limitierung, ist vielleicht ein bisschen freundlicher ausgedrückt. Ich sehe vor allen Dingen als Problem, gerade für größere Projekte, wenn ich größere Extensions irgendwie bauen will, man hat eben im Prinzip keine Dependency Injection in der Form. Es wird irgendwie alles aus der JFactory oder wie auch immer rausgeholt an vielen Stellen. Ein ORM in der Form existiert eigentlich auch nicht wirklich. Also ich habe zumindest keine Möglichkeit, mein Datenbank-Mapping irgendwo anzugeben, meine Relationen anzugeben und dann eben mit Objekten zu arbeiten. Templates sind alle PHP-basiert, sowas wie Smarty oder Twig wäre vielleicht teilweise auch ganz nett, um gerade vielleicht Designern den Einstieg oder sagen wir Template-Codern den Einstieg zu erleichtern, Templates zu bauen, wo vielleicht der ein oder andere an der PHP-Syntax irgendwo scheitert. Außerdem ist irgendwie alles mehr oder weniger an Objekten statisch, also im Prinzip, beziehungsweise hat statische Methoden oder vorzüglich statische Methoden werden verwendet oder es sind irgendwie Singletons. Soll heißen, im Prinzip ist ist Joomla sehr klassenorientiert, weniger objektorientiert. Schauen wir uns mal an, was Symfony im Prinzip, wenn das jetzt hier weitergeht, was Symfony im Prinzip ja für Vorteile oder für Dinge einbringen kann. Symfony hat vor allen Dingen ein sehr starkes Dependency Injection Framework, was es mitbringt, was mir das für
ja, sag ich mal, Vorteile bringt oder was es ermöglicht, das sehen wir gleich. Symfony kommt standardmäßig mit Doctrine, was im Prinzip ein sehr populärer oder eigentlich der populärste ORM in dem PHP-Umfeld ist. Wir haben eine Templating Engine, die kann man auch wunderbar erweitern im Prinzip mit eigenen ja, Filtern, Extensions etc., um eben im Prinzip Funktionalität in ein Template reinzubringen, die man so in dem Sinne im Template selber eigentlich nicht hätte gerne. Also im Prinzip Sachen, die vielleicht mehr Logik benötigen oder so, die ich nicht selbst im Template haben möchte, lagere ich ja eigentlich gerne in irgendwie eine, ja, in einen Template-Helper oder sowas in der Art aus. Da bietet eben Twig eine ganz schöne Möglichkeit, das Ganze zu machen. Außerdem ist Symfony sehr schön debugbar und bietet einiges an Möglichkeiten, mich als Entwickler zu unterstützen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie bringe ich das zusammen? Ich habe jetzt hier mal ein paar Ausschnitte irgendwie gezeigt oder bringe jetzt hier mal mit, wie das Ganze im Endeffekt in Realität dann aussehen könnte oder aussieht im Wesentlichen, ist ja gebaut. Symfony ist im Prinzip am, ja, ich sag mal, markantesten erkennbar durch diese Debug-Toolbar, die wir hier unten jetzt hier gerade sehen. Das ist somit das markanteste Erkennungszeichen, dass es sich um Symfony-Projekt handelt, wenn man eben im Entwicklungsmodus gerade sich aufhält. Und diese Debug-Toolbar, die enthält einige, ja, interessante Informationen über den aktuellen Seitenaufruf. Und anhand der kann man jetzt hier auch sehr gut zeigen, wie die Integration zwischen Symfony und Joomla, die ich im Endeffekt entwickelt habe, funktioniert. Wir sehen nämlich jetzt hier zum einen, dass der Controller, der aufgerufen wird, ist im Prinzip hier der Joomla-Controller, der von dem externen Joomla-Bundle, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, ist eventuell ein bisschen klein, ne? Der im Endeffekt hier diese Seite rendert. Das Ganze ist im Prinzip so aufgebaut, die Integration, dass ich Joomla in ein Symfony-Projekt reinlade und alles, was Symfony nicht kennt, wird an Joomla weitergeleitet. So habe ich im Prinzip, ja, das wird man dann auch gleich später nochmal genauer sehen, den Zugriff auf beide Welten. Schauen wir mal an, was für Integrationen denn zwischen den beiden Systemen, sage ich mal, noch durchgeführt worden. Joomla bringt ein Eventsystem mit, beziehungsweise Plugin-System, wenn man mal in dem Joomla-Sprech bleibt. Und Symfony bietet natürlich auch eine Event-Komponente. Jetzt ist es natürlich sinnvoll, wenn ich wirklich zwei Systeme miteinander integriere, um viel Funktionalität von dem Symfony-Framework in Joomla verwenden zu können, dass ich gegebenenfalls eben auch auf die Events zugreifen kann. So, das haben wir oder habe ich integriert hier in den Symfony Event, in die Symfony Event Komponente. Man sieht jetzt hier einen Auszug aus dem Symfony Profiler, was eben diese Debugging Komponente ist, die Symfony mitbringt, wo wir sehen, welche Events im Prinzip abgefeuert wurden, beziehungsweise vor allen Dingen eigentlich auch was, wie lange gebraucht hat, wenn da jetzt noch die Stopwatch sozusagen Komponente mit verwendet wurde. Aber hauptsächlich sehen wir hier vor allen Dingen eben Events, die abgefeuert wurden innerhalb dieses Requests, zu welchem Zeitpunkt, wie lange die gebraucht haben. Und wie wir sehen, sind hier eben auch Joomla-Plugin-Methoden sozusagen, die in Symfony als Events gemappt werden. Das heißt, ich kann einen Symfony-Event-Listener bauen, der auf solche Methoden hier reagiert und dann im Prinzip ein Plugin bereitstellt, ja, das in dem Sinne dann in Symfony läuft und nicht in Joomla. Ist ein bisschen abstrakt vielleicht, wir werden gleich dann später auch noch zu einer Demo kommen, da können wir das vielleicht ein bisschen anschaulicher alles nochmal zeigen. Was haben wir noch? Logging. Joomla bietet Logging, Symfony bietet Integration mit Log-Komponenten. Auch hier wieder wäre es eben sinnvoll, wenn die Joomla-Log-Ausgaben im Prinzip in die Symfony-Log-Ausgaben umgeleitet werden. Das werden sie. Da ist, sag ich mal, eine Herausforderung teilweise gewesen,
im Entwicklungsmodus ist Symfony sehr restriktiv, was Fehler angeht. Das heißt im Prinzip ein einfaches PHP-Notice oder ja, teilweise auch Strict-Warnings, sage ich mal, die aufgerufen werden, die sind in Symfony eigentlich knallharte Fehler. Die poppen also direkt hoch. Normalerweise sollte eigentlich ein PHP-Code auch keine Notices oder sowas werfen, weil wenn man sich andere Sprachen anguckt, dann wäre das auch in anderen Sprachen ein knallharter Fehler, der nicht verziehen wird, wo man einfach weitermachen kann. So musste ich eben hier in der Integration die Fehler, die teilweise aus Symfony, aus Joomla-Komponenten kommen, die Notices sind oder so, die aber meistens ja nicht den Prozess beeinflussen, weil es funktioniert ja irgendwie trotzdem. Ignorieren, die sieht man hier jetzt auch aufschlagen. Dann sehen wir als nächstes. Wir sehen als nächstes Datenbankverbindung. Symfony, wie gesagt, initial schon kommt standardmäßig mit Doctrine als ORM, was im Prinzip die Datenbankverbindung sozusagen herstellt. Und natürlich wäre es nicht sinnvoll, wenn ich jetzt beide Frameworks im Prinzip in einer Seite verwende oder beide Systeme, dass ich zwei getrennte Datenbankverbindungen habe. Das verursacht nur mehr Last auf dem Datenbankserver am Ende. Außerdem ist es irgendwie nicht sauber. Was wir gemacht haben, ist, wir haben jetzt hier ein Mapping im Prinzip von der Joomla-Datenbank, von dem JDatabase im Prinzip auf Doctrine. Das heißt, JDatabase verwendet hier jetzt die Doctrine-Datenbankverbindung mit. Interessanter Benefit davon ist, ich sehe in dem Symfony Profiler auch alle Datenbank-Queries, die eben über JDatabase abgesendet werden, weil sie eben über das Standard-ORM von Symfony durchgeführt werden. Und kriegt dann im Prinzip diese ganzen Debugging-Funktionalitäten mehr oder weniger geschenkt. Ja, der Aufbau von einem Symfony-Projekt an sich ist im Prinzip in Bundles getrennt. Das heißt, ein Bundle beinhaltet Controller, Models bzw. Entities, die dazugehörenden Views und Services. Die Services sind im Prinzip beliebige Komponenten, sage ich mal, die per Dependency Injection erstellt werden. Wie gesagt, die Services sind ein ganz wichtiger Punkt von Symfony, den wir vor allen Dingen, denke ich mal, in der Demo noch mal besser erklärt bekommen, als das im Prinzip so abstrakt jetzt mal hinzustellen. Es soll erstmal einen Überblick über das Gesamte geben. Die Bundles, jedes einzelne, ist im Prinzip konfigurierbar. Das heißt, es stellt nach außen hin Konfigurationsoptionen bereit, die es sozusagen in Empfang nehmen kann, um sich konfigurieren zu lassen. Und vor allen Dingen über verschiedene Konzepte in Symfony lassen sich die verschiedenen Bundles lose koppeln. Hier sieht man im Prinzip alle Bundles, die in so einer Applikation dann standardmäßig mehr oder weniger drin sind. Die werden registriert einmal im Code und sind dann sozusagen zur Verfügung. Die muss man halt schon beim Projekt mit installieren in der Form. Also es ist jetzt etwas, was sich nicht irgendwie im Nachhinein über ein Backend installieren lässt. Man baut mit Symfony vor allen Dingen schon Applikationen, die auf einen Einsatzzweck dann bestimmt sind und nicht irgendwie Sachen, die jetzt am Ende ein Benutzer vor allen Dingen irgendwie selber wieder neu installieren kann oder so, sondern es ist mehr oder weniger so eine speziell angepasste Sache, weil es eben Coding-Verständnis dafür notwendig ist. Bitte? Oh, habe ich hier ein Typo? Oh, das war schlecht. Na gut, wir wissen alle, was es bedeuten sollte. Bundles sind im Prinzip, wenn man das mal auf Joomla übersetzt, Components, Plugins und Module zusammen in einem Paket verortet, mehr oder weniger. Das heißt, sie stellen im Prinzip die komplette Funktionalität für einen speziellen Bereich bereit. Ich habe zum Beispiel
ein Forum-Bundle oder so. Das stellt dann halt alles bereit, was ein Forum braucht, mit Templates, mit im Prinzip Integration, also in der Form sozusagen Plugins in andere Bundles oder Komponenten, die eventuell da sind, mit eben den dementsprechenden vielleicht auch Widgets, die ich irgendwo anzeigen möchte. Jetzt ist das nächste wichtige Thema, was man im Bereich Symfony verstehen muss, eben die Dependency Injection Komponente, weil alles darauf basiert. Das nächste wird jetzt ein bisschen kompliziert aussehen wahrscheinlich. Hier sehen wir im Prinzip die Konfiguration von einzelnen Services. Die Dependency Injection Komponente von Symfony ist dazu da, mir Klassen zu erstellen mit ihren Abhängigkeiten. Wenn ich jetzt mal überlege, wir haben, keine Ahnung, einen Controller oder so, der braucht eine Datenbankverbindung oder beziehungsweise Zugriff vielleicht in Joomla auf irgendeine bestimmte Table oder sowas in der Art. Wir haben vielleicht den View da drin und wir haben vielleicht auch noch andere Sachen. Wir wollen vielleicht eine E-Mail verschicken oder so. Da brauchen wir die Mailing-Komponente. Jetzt ist es so, Dependency Injection bedeutet nun mal, dass ich diese ganzen Abhängigkeiten, die mein Controller hat, nicht im Controller selber über zum Beispiel sowas wie JFactory mir im Prinzip aus der Factory rausziehe, sondern dass ich als Controller erwarte, dass mir jemand anders die bei der Instanzierung mit übergibt, im Konstruktor zum Beispiel. Das heißt, meine Datenbankverbindung, mein E-Mail-Client oder meine E-Mail-Bibliothek, mein View, was auch immer ich brauche, um zu arbeiten, erwarte ich, dass es mir übergeben wird. Und das genau macht der Symfony Dependency Injection Container. Er ist dafür da, Objekte oder Klassen zu instanzieren, um dann eben die Abhängigkeiten reinzugeben. Und was für Abhängigkeiten reingegeben werden sollen, das konfiguriert man hier. Da sehen wir hier zum Beispiel, sehen wir einen Service, der definiert wurde. Ein Service ist in dem Sinne eine Klasse, die instanziert wird, in die nach dem New-Aufruf, also nach dem Konstruieren der Klasse, hier noch die Methode setContainer aufgerufen wird und der als Parameter ein anderer Service, nämlich der ServiceContainer zum Beispiel, kann alles x-beliebige sein, was ich selber auch definiere, mit übergeben wird. Und wenn der noch nicht instanziert wurde, dann instanziert Symfony für mich auch den Service-Container und alle Abhängigkeiten, die der wieder hat. Das heißt also im Prinzip, ich brauche mir über diese Konfiguration die Sachen eben nicht mühselig irgendwie selber zusammenbauen, sondern ich gebe einfach an, was ist meine Abhängigkeit, die ich erwarte, die ich brauche. Und wenn die Abhängigkeit im Prinzip auch ordentlich konfiguriert wurde, dann instanziert Symfony die alle korrekt. Als Klasse, die instanziert wird, ist hier dies angegeben. Das ist der Parameter aber, der sozusagen dynamisch ausgelesen wird. Also hier könnte im Prinzip auch der Klassenname, ich habe den hier mal als Kommentar drunter geschrieben, stehen, der im Endeffekt sozusagen die Klasse ist, die dann hier auch instanziert wird. Das heißt im Prinzip, Symfony ruft hier New auf dieser Klasse auf und übergibt dann nach dem New oder ruft dann nach dem New die Set-Container-Methode auf und übergibt den Container. Das sind so ein paar Symfony-Basics, sage ich mal, die man, wenn man mit Symfony arbeitet, eigentlich kennt bzw. kennenlernen wird, wenn man im Prinzip Projekte damit baut. Im Prinzip ist es halt jetzt, sage ich mal, so ein bisschen so eine kurze Einführung in was das Ganze macht. Hier sehen wir nochmal den Code dazu. Also wir sehen hier halt, wie gerade eben die Set-Container-Methode, die dann am Ende aufgerufen wird, sobald die Dependency im Prinzip dort injected wird, sobald die Klasse erzeugt wird. Genau, das ist jetzt erstmal fast gar nicht so relevant. Das hatten wir gerade schon. So, dann das ganze Thema ORM.
für alle, die noch nicht vielleicht genau wissen, was ein ORM ist. Ein ORM ist im Endeffekt ein System, was mir meine Datenbank in Objekten abbildet. Das heißt also, dass meine Datenbank so, oder beziehungsweise meine Tabellen beziehungsweise die Einträge in den Tabellen werden als Objekte abgebildet und ich kann mir relativ einfach, wenn ich jetzt eine Abfrage mache, kriege ich die Daten als Objekt zurück. Das hat vor allen Dingen in größeren Projekten, sage ich mal, Vorteile, weil sich Queries teilweise viel einfacher zusammenbauen lassen, beziehungsweise weil auch das Persistieren von neuen Einträgen durch ein ORM stark vereinfacht wird. Ich muss nämlich nur eine Klasse erzeugen, eine Instanz erzeugen von meiner Entität. In dem Fall jetzt hier zum Beispiel, wie man hier oben sieht, dieser Blogpost, da drüben, genau, dieser Blogpost Eintrag, Blogpost, diese Blogpost-Klasse. Und dann setze ich auf dieser Klasse die Werte im Prinzip und übergebe die dann an meinen ORM, um ihn abzuspeichern. Und der ORM persistiert das Ganze dann in die Datenbank. Und sollte ich jetzt Relationen haben, wie eben zum Beispiel, dass mein Blogpost noch Kommentare hat und ich möchte die gleich mit abspeichern, ich muss nur meine Objektstruktur, sage ich mal, so aufbauen, übergebe die an den ORM und der persistiert das alles dann korrekt in die Datenbank. Das gerade eben wäre eben eine Definition, die man dann bauen muss, um, damit der ORM weiß, was für, ich mache nochmal zurück, was für Datenbankfelder im Endeffekt welche Typen haben und wie die Relationen zueinander, zwischen den Tabellen sind. Dann kann ich im Prinzip diese Funktionalitäten verwenden, dann kann ich im Prinzip dem ORM Objekte übergeben, die er dann persistiert und eben auch solche Relationen ganz einfach laden und eben auch speichern. Und hier sehen wir jetzt zum Beispiel mal, wie so ein Query dann im Endeffekt aussieht, das ich an so einen ORM übergeben kann oder an den ORM übergeben kann. Da sehen wir im Prinzip, dass hier das Query im Prinzip über diesen Query Builder zusammengebaut wird. Sieht ähnlich aus, sage ich mal, wie JDatabase, hat aber noch einige mehr Funktionen. Ich kann nämlich hier eben, oder hier habe ich ja auch eine Abstraktion eben für diese Sachen, wie zum Beispiel hier eine Like-Expression oder ein größer als. Das heißt, diese Sachen, wenn ich sie so verwende, sind dann auch 100% kompatibel und portabel auf alle Datenbanksysteme, die von Doctrine unterstützt werden, was im Prinzip Postgre, MS SQL, MySQL, Azure, Oracle, SQLite, alles Mögliche. Also deutlich mehr als JDatabase selber auch schon unterstützt. Gut, wenn wir jetzt uns in einem Joomla-Kontext aufhalten, bringt uns das, sage ich mal, nicht so viel, dass da noch mehr unterstützt wird, weil im Endeffekt müssen wir uns auf das beschränken, was Joomla auch unterstützt. Er ist aber auch nicht weiter dramatisch. Der Vorteil von dieser ganzen Geschichte ist jetzt der, die Dinge, die ich, ja gut, kommen wir gleich zu, die Dinge, die ich jetzt mit Hilfe dieser ganzen Sache baue, sind nicht mehr hundertprozentig Joomla-spezifisch. Ich kann also ganze Komponenten, ganze Bereiche von Webseiten oder ein ganzes Forum oder ein Blog, wie auch immer, bauen auf Symfony-Standard-Funktionalitäten. Das werden wir gleich dann sehen. 1:1 im Prinzip in Joomla integriert, aber es verwendet keine Joomla-spezifische Funktionalität. Das heißt, ich könnte dieses Teil auch alleine mit einem einzelnen Symfony-Projekt verwenden oder vielleicht in einem anderen Framework, wie auch immer, oder über andere Integrationen, vielleicht auch in anderen Content-Management-Systemen. Ich bin also portabler in meinem Ergebnis am Ende. Symfony hat natürlich auch einige Nachteile, sage ich mal, wie auch immer man es bezeichnen möchte, weshalb überhaupt diese ganze Idee aufkam, das mit Joomla zu integrieren. Vor allen Dingen ist der Punkt, Joomla ist nun mal einfach ein Framework, ist halt kein CMS. Für viele Seiten, für viele Projekte oder für die meisten Projekte brauche ich aber im Endeffekt ein CMS. Es gibt auch noch kein voll funktionsfähiges CMS, was diese Menge an Erweiterungen mitbringt wie Joomla, basierend komplett auf Symfony.
Zumindest kenne ich keins. Die Bundles, die Joomla mitbringt, sind im Prinzip meistens, ja, ich sag mal, Grundlagen, auf denen man dann weiterentwickelt. Sein eigenes Forum zum Beispiel darauf entwickelt, auf Basis einer Grundkomponente. Auch das brauche ich für die meisten Seiten nicht. Die meisten Seiten haben im Endeffekt eine Kernfunktionalität und vielleicht noch eine Handvoll an anderen Grundfunktionalitäten drumherum, die eben wunderbar sich mit Joomla Extensions realisieren lassen oder mit Joomla selbst. Und wo ich dann mich im Wesentlichen eigentlich nur auf eine Erweiterung konzentrieren möchte. Das ist im Wesentlichen auch genau das Problem, bei dem uns Joomla nämlich jetzt Symfony jetzt helfen kann. Und zwar sehen, wie ich gerade schon gesagt habe, die Projektanforderungen meistens so aus, dass ich im Wesentlichen, ups, das war jetzt falsch, dass ich im Wesentlichen den meisten Teil mit Symfony Joomla Standardfunktionalität abdecken kann, aber es immer noch Teile gibt, die eben individuell gebaut werden müssen, weil sie die individuellen Anforderungen vom Kunden zum Beispiel sind. Das Problem dabei ist, wenn man sich anguckt, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, das Ganze umzusetzen, dann stellt man fest, dass die meiste Zeit im Prinzip notwendig ist, um diese individuellen Anforderungen zu erfüllen und ich die Sachen, die ich mit Standardfunktionalitäten umsetzen kann, eigentlich die kleinste Zeit in Anspruch nehmen. Das liegt unter anderem daran, weil in Joomla sicherlich viele Sachen nicht so sich einfach entwickeln lassen, einfach weil viel Support von einem kompletten Framework, sage ich mal, fehlt oder ich vielleicht auch viele Pakete, die es so in dem PHP-Universum schon gibt, nicht so einfach in Joomla nutzen kann, die ich aber eventuell in Symfony-Projekten nutzen könnte. Und was wir jetzt im Prinzip erreichen können durch diese Funktionalität, diese Integration, die wir bereitstellen, ist, dass wir die Entwicklungen, die wir individuell durchführen müssen, dass wir die mithilfe von Symfony machen können, um die Zeit zu reduzieren, die ich brauche, um individuelle Anpassungen oder individuelle Entwicklungen, ganze Komponenten zu entwickeln für ein Kundenprojekt, aber trotzdem die Sachen, die sich mit den Joomla-Standard-Funktionalitäten realisieren lassen, mit Joomla-Standard realisieren kann. Das heißt im Prinzip, das Ganze bietet eine Funktionalität, um eben diese Komponenten, Plugins und Module, die ich für Joomla brauche, mithilfe von Symfony Werkzeugen zu realisieren. So, und jetzt kommen wir im Prinzip zu der Demo. Damit man auch mal sieht, wie das Ganze aussieht. Okay. So, Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz den Monitor hier umstellen. Auf Spiegeln. Sieht man da jetzt? Das ist natürlich problematisch. Spiegeln. Ah, da kommt was. Da kommt was. Wunderbar. Gut. Also erstmal ist interessant, wie bringe ich das Ganze überhaupt zum Laufen? Wie installiere ich das? Und mittlerweile im PHP-Umfeld benutzt man ja Composer, Symfony unterstützt Composer, Joomla. Seit neuerem ist auch ein Composer-Projekt. Und ich kann über Composer ja neue Projekte erstellen, im Prinzip mit diesem Kommando. Und das installiert mir im Prinzip ein Basisprojekt mit dieser Integration. Das haben wir jetzt bereitgestellt, dieses Paket. Das heißt, wenn ich das jetzt ausführe, dann sollte ich in wenigen Sekunden eine Installation hier bekommen. Das heißt, die ganzen Pakete werden installiert. Und ich werde nach meinen Datenbankparametern gefragt, wie es im Prinzip in Symfony Standard ist, die eben jetzt auch gleich für Joomla mitverwendet werden. Ich habe jetzt hier lokal eine Datenbank, die habe ich genannt. Ja. Warum auch immer JS und nicht JD, das fällt mir jetzt auch gerade auf, egal. So, das heißt, ich konfiguriere die jetzt mal.
Stupp, das können wir erstmal alles standardmäßig lassen, dann machen wir das mal auf DE. Und nun werde ich nach dem Admin-Nutzer gefragt, der in Joomla angelegt werden soll. Standardmäßig Nutzername Admin, E-Mail Admin, Localhost, Passwort Admin. Passt. Erstmal für lokal. Jetzt läuft die Installation von Joomla durch und ist abgeschlossen. Und ich habe jetzt hier in meinem Ordner ein fertiges Projekt liegen und kann den Symfony intern oder den Symfony Development Server starten. Seit, ich weiß gerade gar nicht, welcher PHP-Version bringt PHP einen eingebauten Webserver mit. 5.4 war das, ja, genau. Bing Console, Server Run. Und dann läuft das Ganze schon und ich habe auf Localhost 8000 eine installierte Joomla-Seite und sehe hier auch den Symfony Profiler schon. Ist vielleicht ein bisschen klein, ich mache das mal ein bisschen größer hier. Sieht man das gut? Halbwegs? Wunderbar. Der Admin-Bereich funktioniert auch ganz normal, wie vorher auch schon. So, also nichts Besonderes. Interessant ist jetzt im Prinzip, wie ich da sozusagen Symfony-Erweiterungen reinbringen kann oder Symfony-Dinge in diesem Joomla-Projekt jetzt verwenden kann. Dazu habe ich mal was vorbereitet. Und zwar hier eine zweite Demo mit auch einem ganz klassisch installiertem System, wie gerade eben auch. Mit dem Unterschied, dass ich hier schon mal ein bisschen was an Symfony-Funktionalität vorbereitet habe, das wir uns jetzt anschauen können. Das heißt, jetzt lösche ich nochmal sicherheitshalber meine Cookies, nicht, dass er durcheinander kommt mit meinem eingeloggten User. Aber jetzt habe ich nochmal das andere Projekt gestartet. So, das ist jetzt mein vorbereitetes Joomla-Projekt hier. Und wir sehen im Prinzip, hier, wenn wir nochmal auf die Hauptseite gehen, sehen wir jetzt hier so einen Eintrag-Block. So, da habe ich jetzt erstmal irgendwie so einen Block-Eintrag im Prinzip reingepackt. Ich kann im Prinzip das Ganze mir auch anschauen. Gehen wir mal auf die URL. Das Problem ist, da ist jetzt noch eine Sache, die noch nicht hundertprozentig funktioniert, aber demnächst gefixt wird. Das Routing wird noch nicht 1:1 übersetzt mit den Links, die von Symfony heraus generiert werden. Die enthalten dann noch einen Fehler. Das ist aber im Prinzip in der nächsten Version, die jetzt live oder released wird, auch behoben, die Sache. Und dieser ganze Eintrag, der kommt jetzt hier schon aus einem Symfony-Controller und wir können uns mal anschauen, wie das Ganze aussieht. Gehen wir doch mal hier in das Projekt und schauen uns mal an den Controller. Wo ist er denn? Das müsste sein. Und da habe ich jetzt hier diese Index-Action einmal gehabt, wie wir sehen, die eine Liste von Blog-Einträgen gerendert hat. Das war jetzt die Seite, die wir vorher gesehen haben. Hier, da ist jetzt aktuell nur ein Eintrag drin. Und ich habe die Detailseite gesehen. Das war dann diese Action hier, die die einzelne Detailseite rendert. Und wenn man jetzt ein bisschen sich mit Symfony auskennt oder schon mal vielleicht das ein oder andere Projekt umgesetzt hat, dann wird man feststellen, dass dieser Controller exakt so aussieht, wie ich im Prinzip einen Symfony-Controller bauen würde. Hier ist keine Standard- oder spezielle Joomla-Funktionalität irgendwie enthalten. Und generell das komplette Bundle, was ich hier bereitgestellt habe, in dem die ganze Block-Funktionalität drin ist, dieses App-Bundle, enthält auch keinerlei Joomla-spezifischen Code. Das ist alles Symfony-Standard. Jetzt kann man sich fragen, wie läuft es denn ab, dass es im Endeffekt hier dann auf dieser Seite auftaucht und es so einen Menüeintrag-Block gibt. Das ist ganz interessant. Ich habe die Möglichkeit, diese Menüeinträge ganz normal über Joomla zu anzulegen und zu verwalten. Und die sind hier von dem Typ Symfony Route. Das heißt im Prinzip, ich kann an einen Menüeintrag anlegen, indem ich eine beliebige
InSymphony bekannte Route, also im Prinzip eine URL, also damit im Prinzip eine Controller-Action sozusagen, einhängen kann unter diesem Menüpunkt. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Liste aller verfügbaren Routen aus dem Symphony-Kontext und kann beliebige einhängen, wie eben zum Beispiel jetzt hier diese Block-Index-Route, die, wenn wir mal schauen, wie das hier in dem Code aussieht, den man vielleicht noch mal ein bisschen größer machen kann. Moment, ich gehe mal hier in diesen Presentation-Mode. So. Die man, wenn man hier mal raufguckt, sieht, das war, ich glaube, das ist jetzt die falsche Demo hier, die ich als Code offen habe, aber hier musste eigentlich Block-Index stehen. Genau. Das ist die Route, die im Prinzip dort in meinem Projekt angezeigt wurde und genauso die anderen Routen auch. Das heißt, wenn ich die auswähle, wird diese Action aufgerufen. Und hier drin kann ich eben ganz normal arbeiten wie in Symphony auch. Ich kann im Prinzip mir einen Service, in dem Fall diesen Blog-Post-Manager, rausholen aus dem Dependency-Injection-Container, der meine Blog-Einträge verwaltet. Und dann suche ich mir eben die letzten Einträge raus, übergebe die an den Twig-Template, welches dann gerendert wird. Das ganze Twig-Template sieht dann so aus. Standard-Twig-Template, wie man es im Prinzip standardmäßig so in Symphony verwendet und kann dann hier im Prinzip meinen Blog-Eintrag irgendwie rendern, wie ich ihn halt haben will. Das ist also im Prinzip der Part Komponenten, wenn man das so will. Jetzt haben wir ja noch zwei andere Sachen, Module und Plugins. Module kann ich auch bereitstellen über diese Variante, sag ich mal. Da gehen wir mal nochmal hier raus aus dem Presentation-Mode. Und schauen uns mal an, wie so ein Modul erstellt wird. Das kann man jetzt hier fix mal live machen. Wir können hier im Prinzip beliebig eine Klasse erstellen. Namespace ist eigentlich relativ egal, die wir mal von mir aus Testmodul nennen. Und das Ganze muss jetzt nur ein spezielles Interface implementieren. Das ist wohl falsch geschrieben. Egal. So. Das Ganze implementiert ein spezielles Interface. Und zwar müsste das Module-Dings-Interface gewesen sein. Wir gucken gerade nochmal kurz nach. Jetzt merke ich, ich habe hier das falsche Projekt offen. Das richtige Projekt ist nämlich nicht das, sondern... bin ich. Das ist es auch nicht. Moment. Projekte Joomla Day Demo 2 war das hier. Okay, jetzt haben wir das richtige Projekt offen. So, und zwar muss das Ganze ein spezielles Interface implementieren. Wir gucken mal kurz hier rein. Genau, das Abstract Module muss das Ganze extenden. Das heißt, wir erstellen jetzt hier mal eine Klasse, wie gesagt, wie gerade eben. Testmodule. Geben wir den Namespace noch an. Und extenden dieses Module. Implementieren die Methoden, die es benötigt. In dem Fall jetzt nur die Render-Methode standardmäßig. Sagen wir mal, wir return jetzt mal in Hello World. Und benötigen jetzt nur noch die Service-Definition für den Dependency Injection Container, um das Ganze in Symphony einzubinden, oder beziehungsweise in Joomla und Symphony einzubinden. Das heißt, wir gehen hier mal in die Services-Datei und erstellen hier einen neuen Eintrag, den wir mal App-Module-Test nennen. Und als Klasse geben wir hier die Klasse an, Module-Test-Module, und vergeben dem Ganzen noch ein Tag, damit das Ganze als Modul erkannt wird. Das ist Joomla Module.
Und mehr muss ich im Prinzip nicht tun, damit das Ganze als Modul verfügbar wird. Wir können jetzt also hier mal in Joomla, in unser Joomla-Projekt reinschauen und gucken, ob das Ganze als Modul verfügbar ist. Da haben wir hier ein Standardmodul, was sozusagen gerendert wird, namens... Okay, das sehe ich jetzt hier gerade nicht. Was aber daran liegt, dass der Eintrag, dass das Modul, was Symfony rendert oder was ich über Symfony verwende, hier aktuell Joomla nicht bekannt ist. Das kriegen wir aber ganz leicht hin, indem wir im Prinzip einfach mal fix diesen Eintrag in die Extension reinmachen. Tabelle, wo ist sie denn? Das ist die falsche Datenbank. Extension. Da. Ich kopiere jetzt einfach mal hier irgendeinen Eintrag, das ist relativ egal. Paste. So, das ist Mod Symfony dann. Kannst du auch nochmal Mod Symfony, ID ist null. Und hier machen wir auch Mod Symfony und Mod Symfony. So, und das sollte normalerweise ausreichen, damit das Ganze jetzt auftaucht. So, und das sollte normalerweise nicht der Fall sein, dass man das nochmal manuell hier eintragen muss. Scheint was bei der Installation nicht ganz funktioniert zu haben. Das finde ich es immer noch nicht. Das sind dann wohl Demos. Bitte? Der Vorführeffekt, genau, ja. Eigentlich müsste das sein, Demo 2 ist es richtig, ist die andere Datenbank gewesen. Genau, das war das Problem. Moment, machen wir hier mal kurz, ja, gehen wir einfach in die andere Datenbank, das war die hier. Extensions, wo bist du denn? Ja, genau, da. So. Nochmal, wir nehmen uns irgendein Modul. Das Modul im Dateisystem, sonst kannst du es auch einfach über einen Joomla Extension Manager machen. Das liegt im Dateisystem, ja. Die Discover-Funktion von Ach. Joomla gibt es dafür. Ist das so? Okay, das kenne ich noch gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, dass du beim Joomla ist. Extensions Manage. Extensions Manage Discover. Da ist es doch. Tada! So, und jetzt kann ich das. Wunderbar, na gut. Ein Geben und Nehmen hier. Ja, ein Geben und Nehmen, genau. So, und jetzt müsste es im Prinzip ja hier sein. Genau, da ist es ja, Mod Symfony. So, jetzt gebe ich dem irgendeinen Titel, was weiß ich. Wähle hier Override, das Testmodul aus, was ich gerade definiert habe. Gebe dem irgendeine Position, ich weiß jetzt nicht, nehmen wir mal hier, was weiß ich, Footer Bottom oder so. Okay. Das sind dann wieder Demos. Mal gucken, ob er es trotzdem gespeichert hat. Anscheinend nicht. Aber es ist zumindest angelegt. Wahrscheinlich kann ich jetzt den View nicht aufrufen. Mal gucken, ob es wenigstens angezeigt wird. Auch nicht. Na gut, das hat dann wohl nicht so hundertprozentig funktioniert. Aber es ist theoretisch gesehen, müsste es so aussehen. Ich habe nämlich dann die Möglichkeit, im Prinzip, wenn das... Modul hier drin ist oder beziehungsweise geladen wird, wird im Prinzip hier, wo hatte ich jetzt nochmal das Ganze hier, diese Renderfunktion ausgeführt. Das Interessante ist halt, ich kann hier, da das Ganze als Service registriert ist, jegliche anderen Services, die ich halt in dem Symfony-Kontext zur Verfügung habe, mir injecten lassen, wie eben zum Beispiel irgendwie den Doctrine Entity Manager oder sagen wir mal hier dieses Blog Post Repository, kann ich mir im Prinzip injecten lassen und muss dann in der Services-Definition hier das als Argument übergeben.
wenn ich das jetzt hier definiert habe, das Blogpost-Repository habe ich noch nicht definiert. Wir nehmen einfach mal den Doctrine Entity Manager. Und den kann ich mir halt im Prinzip injecten lassen und kann alles Mögliche damit machen und auch die anderen Symfony-Funktionalitäten. Und darüber kann ich viel Logik in Symfony Services abstrahieren, die ich am Ende in Joomla verwenden kann, ohne dass das Bundle selbst merkt, dass es überhaupt in Joomla verwendet wird, abgesehen jetzt von Modulen, die ich über diese Services bereitstelle. Ich hoffe mal, dass es einen kleinen Einblick gegeben hat in diese ganze Geschichte, wie ich das im Prinzip sozusagen verwenden kann. Und gibt es dazu Fragen? Okay, wer zuerst? Das Ganze ist so, das ist im Prinzip schon mit einigen Core-Hacks in der Form, aber nicht in der Form, dass ich Dateien direkt modifiziere, sondern ich überschreibe die Klassen aus Joomla und überschreibe nur die Methoden, die ich benötige, um die Integration durchzuführen und rufe die Parent-Methoden dann, wo es geht, wieder auf. Das heißt also im Prinzip, wir können mal hier reingucken, ich habe hier in dem X10 Joomla Bundle, was die ganze Integration bereitstellt, sind hier unter Library einige Klassen, die eben aus dem Symfony Core sozusagen extended werden. Und nehmen wir zum Beispiel mal hier das, J-Application. Das heißt im Prinzip, das hier extended jetzt die J-Application-Base-Klasse und überschreibt zum Beispiel hier die Close-Methode und implementiert die sozusagen so, dass die Integration stattfinden kann. Oder stellt neue Funktionen bereit, wie zum Beispiel das Get-Container, damit ich mir den Dependency-Injection-Container von Symfony holen kann. Das Ganze funktioniert eben so, dass, wie gesagt, die Klassen extended werden. Die werden über einen Mechanismus hier aus dem Joomla, aus der Joomla-Installation genommen, umkopiert und umbenannt. Das heißt, ich habe eigentlich immer die aktuellste Joomla, den aktuellsten Code aus dem Joomla-Projekt und habe eben nur wirklich minimale eigentlich Eingriffe in die jeweiligen Methoden. Deswegen konnte ich auch Upgrades von Joomla 3.4 bis eben jetzt letztes, was ich getestet habe, ist 5. Latest Patch Version, ich müsste 3 sein, glaube ich, oder 2. 3.5.2 oder 1. 1 ist das letzte, ne? 3 ist das letzte. Ah, gut. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall die letzte Joomla 3.5 funktioniert. 3.6 hatte ich auch schon angefangen zu testen. Da sind ein paar kleine Anpassungen vorzunehmen. Das wird auch nochmal gemacht. Aber so ist im Prinzip die Integration eigentlich auch nur möglich. Anders ließen sich die Systeme auch nicht wirklich verheiraten. Das war die eleganteste Variante, die ich gefunden habe. Andere Fragen? Genau. Sonst noch Fragen? Wie lange entwickelt ihr das schon? Seit ungefähr, also einem Jahr so ungefähr, immer mal wieder. Also ich würde sagen, komprimierte Entwicklungszeit für das ganze System ist ungefähr vielleicht einen Monat, sage ich mal. Einen Monat Vollzeitarbeit vielleicht. Ja? Du musst dann den Server quasi mit Symfony ausstatten und Symfony als Basis laufen lassen. Genau, also im Prinzip das Ganze ist halt ein Standard-Symfony-Projekt, in das Joomla mit integriert wird. Und dementsprechend sind die Anforderungen so, wie sie eben, sage ich mal, zusammengefasst zwischen Joomla und Symfony zusammen sind in der Form. Ja. Ist das auf GitHub oder so? Ja, ach so, genau. Das ist auf GitHub. Sieht man hier. Und ansonsten sind die Pakete auch ganz normal im Composer Repository zur Verfügung. Deswegen konnte ich es jetzt auch gerade installieren. Das Paket, was ich eben installieren
muss, um ein neues Projekt zu starten, ist, wie gesagt, dass, gut, das sieht man jetzt hier schwierig, das, da, genau, das Composer Create Project, gebe ich im Prinzip dieses Paket als Basispaket an, kriege dann, wie wir gerade gesehen haben, die fertige Installation und kann im Prinzip darauf aufbauen und arbeiten. Wie gesagt, es ist noch nicht hundertprozentig perfekt, es sind einige Sachen, die eben noch fehlen, wie zum Beispiel dieses Routing, dann vielleicht auch noch der ein oder andere Bug, der sicherlich noch drin ist, den man fixen müsste. Und was noch nicht hundertprozentig oder was ich noch nicht gemacht habe, weil man sich streiten kann, ob das notwendig ist, ist die zum Beispiel die SwiftMailer-Integration von Symfony, dass sich im Prinzip der Mailer, der in Joomla verwendet wird, dann auch die Symfony-Komponenten oder den Symfony-SwiftMailer verwendet, um die E-Mails zu verschicken. Das läuft aktuell noch in getrennten Implementierungen dann halt sozusagen parallel. Ist wahrscheinlich jetzt nicht das, was am höchsten Priorität hat. Genau, das sind so die Sachen. Was noch eine Sache ist, die auf jeden Fall auch kommen wird, ist sicherlich das Thema Sonata Admin Bundle. Das sieht im Prinzip, jetzt habe ich es nicht mehr laufen, den Server, sieht im Prinzip so ähnlich aus. Da habe ich die Möglichkeit, ganz einfach Admin-Interfaces zu bauen. Im Symfony-Bereich ist das Sonata Admin-Bundle im Prinzip sehr, sehr bekannt. Ich kann im Prinzip halt eigentlich eine Klasse muss ich nur schreiben, maximal, sage ich mal, für ein Standard-Admin-Interface so mit den Grundfunktionalitäten 50 Zeilen Code und habe dann ein komplettes CRUD für eben meine jeweilige Tabelle oder wie auch immer. Und für die meisten Administrationsfunktionalitäten, für so Individualentwicklungen reicht das häufig schon aus. Und da muss ich nicht ein komplettes MVC im Prinzip per Hand irgendwie mehr schreiben oder auch generieren lassen oder wie auch immer. Wunderbar.